Heute geht es darum, wie du deinen Busch unter den Achseln am besten loswirst. Ein Busch unter den Achseln wie dieser hier muss nicht sein. Der eine möchte seine Achselhaare vielleicht nur trimmen, der andere rasieren. Heute geht es um Letzteres und ich zeige euch meine Go-To-Methode, wie ich meine Achseln rasiere, um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, ohne Rasierpickel zu bekommen. Kleiner Tipp am Rande, um das Ganze zu machen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, unter die Dusche zu springen. Und falls du tatsächlich so einen richtigen Busch unter den Achseln haben solltest, am besten den vorher trimmen, bevor es mit der Rasur losgeht. Und alles, was ich zum Achselrasieren empfehlen kann, findest du wie immer unten in der Infobox. In der Dusche angekommen, solltest du als allererstes mal deine Achseln, bevor es mit der Rasur losgeht, gründlich reinigen. Ich empfehle dir dazu am besten, so ein mildes Reinigungsgel zu verwenden und deine Achseln dementsprechend von Öl, Schweiß und Schmutzrückständen und was sonst noch alles so unter deinen Achseln ist, zu befreien. Im zweiten Schritt geht es um die Auswahl des richtigen Rasierers und da empfehle ich dir, ähnlich wie beim Vorgartenstutzen da unten, definitiv einen Frauenrasierer. Warum? Weil diese Frauenrasierer haben einfach etwas dickere Gelkissen und die sind super angenehm zu deiner Haut und gerade dann, wenn du empfindliche Haut hast, ist das definitiv von Vorteil. Zudem ist es bei mir so, dass diese Frauenrasierer so angenehm zu meiner Haut sind und die Gelkissen so viel Gel abgeben, dass ich an dieser Stelle noch nicht mal ein Rasiergel benötige. Im dritten Schritt geht es los mit dem Rasieren und man sagt ja grundsätzlich, soll man mit der Wuchsrichtung rasieren. Ich muss an dieser Stelle sagen, beim Benutzen eines Frauenrasierers eigentlich irrelevant, weil diese Gelkissen wirklich super angenehm sind zu deiner Haut und da deine Achselhaare wahrscheinlich eh in verschiedene Richtungen wachsen, empfehle ich dir einfach von oben nach unten zu rasieren. Wenn du wirklich hyperempfindliche Haut haben solltest, dann könntest du vor der Rasur noch an dieser Stelle einfach ein Rasiergel auftragen. Wenn du dann mit der Rasur durch bist, solltest du im vierten Schritt auf jeden Fall ein sauberes, frisches Handtuch verwenden, um Hautirritationen dementsprechend zu vermeiden. Da deine Haut nach der frischen Rasur super empfindlich ist, solltest du im fünften Schritt nicht deine Haut einfach irgendwie mit dem Handtuch trocken reiben, sondern wirklich Reibung vermeiden, indem du deine Achseln einfach vorsichtig mit dem frischen Handtuch trocken tupfst, damit du deine Haut nicht überstrapazierst. Denn die ist ja eh schon super empfindlich nach der Rasur. Last but not least kommen wir final zum sechsten Schritt, der meiner Meinung nach wirklich extrem wichtig ist, um Rasierpickel zu vermeiden. Und zwar solltest du zum Abschluss definitiv eine Bodylotion verwenden und deine Haut, die ja wirklich mega strapaziert wurde während der Rasur, dementsprechend passend zu pflegen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Denn niemand von uns hat Lust auf unnötige Rasierpickel und so können wir das Risiko auf jeden Fall minimieren. Wenn deine Achseln nach der Rasur so aussehen, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Achselrasieren. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.